Machen wir doch gerne. Kann ich hier irgendwas machen? Oh, nice. Lass mal nochmal trinken, ob sie irgendwas von mir will oder noch einen Wunsch hat. Thank you for everything, but my stomach is getting full from drinking so much water. I hate to say this, but I think I'm going to have to stop drinking for a while, think for a little bit, to be able to drink again. Ja, wenn wir mal, ich sag mal, den nächsten Boss besiegt haben oder die nächsten drei Städte mal haben, dass wir uns kurz hinporten oder so. Ist ja gar keine schlechte Idee. Wir können ja hiermit viel machen und sie wird uns viele Auskünfte geben, benutzen. Baumrenz. Glöckchen. Badam, badam, badam. Direkt das Haus da. Frau Schminner, die kriegen wir, glaube ich, so platt. Einmal. Ja, dreimal ist natürlich blöd. Aber nämlich, weil die sind dann in diesem Modus stärker. Jawohl, das ist gut. So sind die. Halb so schwach. Aber wenn sie ihre Fähigkeit auf den Rücken benutzen, sind die sehr stark, die Freunde. Darum muss ich eigentlich jeden Treffer machen hier. Ja, kann er mich angreifen. Ja, gut, dann stirbt er halt so. Seht ihr, da kann man wenigstens ausweichen. Bitte getroffen, danke. Ausgewichen. Ja gut, er ist auf Normalzustand. Und ihr seht diese Hake. Ah, shit. Aber da könnt ihr nicht ausweichen. Ah, sauber. Wenn es so läuft, ist gut. Lässt eine Truhe fallen und befindet sich ein Stück West. Wasserpestschimmel. Gut. Ich habe da die letzten paar gekauft, ne? Gehen wir jetzt gerne mal gucken. Alchemie. Schau mal eben, was können wir herstellen? Ach, ich habe keinen Käse mehr, genau, dann machen wir hier Gegengift. Start. Ich glaube, es sollte gehen, oder? Waren es drei? Ah, Rezepte. Alle Rezepte? Gegengift. Heilgrad und Gegengift, okay. Gegengift und Gegengift. Beutel. Gegengiftkraut, Gegengiftkraut, ah. Ein Heilkraut. Und ein Gegengiftkraut. Naja, das hält gut an. Super. Schauen wir, unser Krebsmaster hier ist hier. Dann ist er unten vielleicht in seinem Labor hier. Da ist er. Das ist natürlich klar. Komm denn raus. Gut, ich dachte, er gibt uns jetzt irgendwas. Naja, egal. Dann halt weiter zurück. Eine Mu, eine Mä, eine Tätere. Es geht wieder der Weg so weit. Ja, ich hätte gerade überlegen können, zu teleportieren. Ich glaube, da mache ich den hier. Ist mir doch ein bisschen. Bei 5 Leuten ist es kritisch, die unterschiedliche Gruppen haben. Oh, die teilen auch gut aus. Verdammt nochmal. Einer geht schon gut voran. Wenn er Flammen macht, dann wäre das geil. Flammen und der andere so ein Windstoß oder so. Ah, die zwei hier. Na, einmal können wir noch einen kriegen wir noch down. Hoffentlich.
Gold, Kohle mit, der steckt ein. Ah, shit. Okay, einer noch down gekommen. Okay, kriegen wir hin. Zwei. Ja, die machen Schaden. Die machen Schaden, Jungs. Eieiei. Immerhin ist mein Mana aufgefüllt. Dass ich da ein bisschen mit rumhantieren kann. Dann würde ich sagen, gucken wir, ob wir mal Teleport. Zumindest die Quelle. Piratenbucht. Ne, kann ich leider nicht. Da muss ich schauen. Einen Moment eben. Ich mach mal kurz einen Cut und dann sehen wir sofort wieder. Ich renne mal eben kurz schnell weg. Ein, zwei Minuten bin ich wieder da und müsste halt ein bisschen im Pausenmenü rumgammeln. Bis gleich. So, fleißig zurück. Ging relativ schnell. Oh, nun. So. Fall zurückreiten. Bleibt nicht aus. Bleibt nicht aus. Aber ging auch relativ fix mit dem Löwen hier. Oder mit dem Säbelzahntiger, besser gesagt. Was hier vorne, da ist genau das Schildschirm, wo wir nicht betreten dürfen. Wie es denn noch gemacht haben. Zauberpuppen. Bei 4 ist immer die Sache. Und 4 gleiche. Da lohnt es sich meist. Wirklich vollen Zauber einzusetzen, um die platt zu kriegen. Manchmal auch Glück, dass wir mit 2 Zaubern alles klappt bekommen. Seht ihr das? Und so einfach war das. 2 Zauber eingespart, Mana. Aber gleich richtig volle Kanone reingehauen. Jetzt können wir noch gucken, ob wir hier eine Truhe finden. Nö, andere Seite gehe ich jetzt nicht.